Jo, hallo liebe Leute. Wieder eine Folge Fishing Planet und weiter geht's mit dem Halloween Event Missionen. Jo, heute sind wir am San Joaquin in Kalifornien und fangen den Stördämon, Demon oder Dämon mit 50 Kilo plus. Zwei Stück brauchen wir davon. Das Ganze mache ich mit dieser Ausrüstung. Die Mukonzi 360 mit der Limpulsion 13.000, der Break 036, 225 Gramm Wirbelblei, Titanvorfach 047, Raute 7.0 Haken, obwohl da werde ich jetzt nochmal wechseln. Und zwar nehme ich hier, ich versuche mal die Hooks. Ich nehme mal einen 11er Hook. Da ein 12er Hook und da ganz extrem ein 14er. So, jetzt muss ich natürlich Köder neu ausrüsten. Und zwar den Salamander braucht man hier für den Stör. Oh, ich stehe hier auf dieser Insel und werde hier meine ganz normalen Störspots anwerfen. Mit den drei Routen. Ja, man hört ihn schon. Achso, ja. Ich weiß gar nicht, ob der auch bei Tag beißt. Ich probiere es einmal kurz. Weil zu hören war er jetzt auch am Tag. Kann natürlich sein, dass er nur bei Nacht beißt. Köder habe ich genug, dass ich testen kann. Bin hier auf allen drei Routen. Nur normale Störe beißen und keine Monster oder Geister oder Dämonen, besser gesagt. Man weiß auch nicht, wo das Geräusch herkommt, irgendwie. Es kommt von allen Seiten. Ja, dann beiß doch mal. Kann jetzt mal einer beißen, dass ich weiß, ob die auch am Tag beißen. Sind nur am Köder dran, aber zuppeln noch nicht mal, also bewegt sich gar nichts. Weder die Rutenspitze noch die Schnur. Vom Geräusch her mal ein bisschen links vorne. Wenn ich so gucke und links vorne, dann müsste es direkt hinter diesem Schilf sein. Obwohl noch ein bisschen mehr links. Eigentlich so in der Richtung da. Ein klein bisschen rechts von der Markierung. Da kommt das Geräusch her. Aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Ich werde in die Nacht gehen. Ich glaube, das wird so nichts. Dazu gucke ich aber vorher noch mal in die Mission. Genau.
Wenn ein blutrünstiger Dämon in einem gewöhnlichen Fisch lebt und dabei seinen Körper zur Unkenntlichkeit entstellt, ist das etwas, wovor man Angst haben sollte. Du wirst diese dämonische Kreatur ein für alle Mal zur Ruhe, zur ewigen Ruhe legen müssen. Steht nicht Tag oder Nacht. Geh mal in die Nacht gucken. So, das ist die und die, genau. Aha. Danach hört man das Geräusch auch, aber weiter weg. Irgendwo hinter mir. Oder da ganz hinten irgendwo. Kann man schlecht einordnen, irgendwie. Der Sound ist nicht so gut definiert, wo der herkommt, aus welcher Richtung. Ich habe extra die großen Haken genommen, damit er möglichst dann auch nur die großen Dämonenstöre drauf beißen. Kann man sich aber nicht drauf verlassen bei Fishing Planet. Also kann auch passieren, dass hier ein 20 Kilo weißer Stör, also ein normaler weißer Stör, auf die großen Captain Hook Haken beißt. Aber irgendwie tut sich hier gar nichts. Sonst versuche ich gleich nochmal einen anderen Spot. Ja, nun beiß doch mal wenigstens was, also ich weiß, woran ich bin hier. Aha. Nee, das ist kein Demon. Und wenn dann keiner mit 50 Kilo, ein weißer, normalerweise Stör. Gut, ist wohl nicht der richtige Spot. Klingt aber auch weit weg am Tag. Klang er hier dicht dran. Ich werde mal hier weggehen. Werden wir einen Platz suchen, wo er wieder laut zu hören ist.
Was ist das? Köderverschwendung. So, wo ist hier? Wo ist hier das Geräusch machende etwas? Hä? Irgendwo muss er hier. Da ist es. Haben sie aber auch gut versteckt. So. Ne, ein weiter. Wieso habe ich da jetzt große L-Ritze drauf? Achso, das ist die Posenroute. Uiuiuiui. Brot hat ja einen Bremsweg wie Scheiße. Ja, zweimal das gleiche. So. Probieren wir es hier mal. Also erstmal horchen. Wenn er brüllt, ob es immer noch weit weg ist oder jetzt näher dran ist. Ah ja, ich hab's geahnt, dass er hier hängt. So, Routenständer. Hallo, Routenständer. Wieso muss ich schon wieder zweimal drücken? Das ist ein Lachs. Ein Königslachs in Trophy. Was macht der denn hier? Was soll der Blödsinn denn jetzt hier? Werden wir mal hier eine Markierung setzen. Ich habe hier eigentlich mal. Sind das die? Wo bin ich denn jetzt? Ach, da ist da. Nein. Da möchte ich eine Markierung haben. Ah ja, ist doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Aber da ist er gerade aufgetaucht. Alles klar, gut, dann werfen wir da mal hin. Bin ich mit dieser Route schon mal viel zu dicht dran. Wird ja auch viel zu dicht. Und mit der auch.
So. Jetzt sollte auch Bisse kommen hier von dem Monster. Das sieht gut aus. So kann er mal in meine Richtung kommen. Der haut immer weiter ab. Da hat er mich fast reingelegt. Jetzt komm mal langsam ran hier. Nee, nicht wieder darüber. Hallo. Lass mich doch erstmal den einen hier rausholen, bevor ihr da die nächsten beißen. Nee. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, der ist weg. Gut, habe ich wieder meine Ruhe. Aber jetzt geht die nächste los. Wir kommen jetzt her hier. Hast mich schon ein Fisch gekostet, langt. Boah, was für ein Monster. 52,9 Kilo. Damit machen wir mal ein schönes Bild. Wow. Der passt kaum ins Bild. So passt er. Dürfte der zweite sein.
Zeig dich mal, ja, so ist gut. Damit nie noch ein Dritter beißt, werde ich die jetzt mal kurz hier reinholen. Jedenfalls so weit, dass da keiner mehr beißen kann. Sonst nervt mich das, wenn das die ganze Zeit rumpiept da, während ich am Drillen bin. Macht mich kirre. Und Dämon mit über 50 Kilo, mit einer 39 Kilo Rute, 38 Kilo Rolle. Ne, 39 Kilo Rolle. 40 Kilo Schnur, also 39 Kilo Bremskraft. Und Fisch mit über 50 Kilo und Kraft wie ein Fisch mit über 100 Kilo. Mit dämonischen Kräften. So, komm her hier, Fuchs. Nee, nicht wieder abziehen hier. Komm her jetzt hier. Oh nee, der zieht wieder meterweise davon. Ey. So, hast verloren, Meister. Kommst in die Tüte. 53. Oh, der ist noch größer. Gut, machen wir da auch nochmal ein Bild. Ja, ich will dich ein bisschen höher haben. So. Ein bisschen weiter. Ne, so dass der Schwanz auch noch mit ins Bild passt. Und den will ich weghaben. Den will ich ein bisschen höher haben. So. Und ab dafür. Achso, nee, ich will ja nochmal für Steam auch nochmal ein Bild machen. So, Dämonenstör besiegt. Wieder ein Bitcoin und 6660 Cash. Ja, die Mission ist doch noch gar nicht so weit. Jetzt kommt doch erstmal die nächste hier. Als nächstes werde ich den Tarpon ziehen. Einmal an den Everglades. 6 Stück. Wow. Und an der blauen Krabbeninsel auch 6 Stück. Wow, habe ich denn 12 Köder? Und besser mit Grundrute, ja, in Krabbeninsel mit Grundrute weiß ich, aber Florida habe ich die immer mit Posenrute gefangen. Weiß ich gar nicht, ob ich die da auch
Hierbei ist eine höllische Krabbe drauf. Und was ist hier mit der Route? Achso, die Route ist noch nicht draußen. Alles da. Hier müssen wir natürlich noch ganz reinholen, ne? Sonst wird das nichts mit dem Bestücken. So. Verlassen wir das mal hier. Oh nein, 32.000. Ist okay für zwei Fische. Plus die 6.660 zweimal. Ja, auch nochmal 13.300. 320. So. Everglades. So, und das sehen wir dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.